Das ist mein Pascha. Pascha. Egal, bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Pascha oder Pascha oder wie auch immer man das Ding ausspricht, aber es ist im Endeffekt nichts anderes als ein Tarp. Das man halt irgendwie anders nennt. Link zu den Produkten in meinem Shop findest du und auch auf Amazon, wenn es dich interessiert. Das ist es, ja, das ist das Ding. Meiner Meinung nach extrem leicht, so wie halt ein Tarp sein soll. Und ich zeige dir jetzt, warum ich auch immer bei meinem Pascha, Expanderschnüre mit habe. Ja, das Teil hat hier Ösen und diese Ösen sind auch relativ gut und Laschen, die sind auch relativ gut verstärkt. Das ist jetzt mein privates, das ist übrigens ein Mülltech, ja, wirklich ein einfaches Mülltech. Es gibt natürlich auch viel, viel bessere Tools, ja, die dann auch viel, viel mehr kosten, aber soll so sein. Aber gut, dann habe ich immer so Expanderschnüre dabei. Auf die stehe ich voll. Lalala. Expanderschnur, ich nehme die Expanderschnur und expandiere sie. Und die Sache ist erledigt. Und dann. Ja, es tut mir leid, ich singe jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, du merkst, dass ich einfach Freude habe. Vielleicht kennst du das schon und sagst, rein ist keine Neuigkeit. Dann soll so sein, sowas gibt es immer wieder auf der Welt. Und ich habe ja nicht alles, ich habe das ja nicht erfunden oder was, sondern wir kennen das ja auch. Vom Militär zum Beispiel, also das ist, ich will damit ja nicht angeben, ich habe das nicht erfunden, aber vielleicht kennst du das eben noch nicht mit diesen Expander-Schnürchen. Und einhaken und die Sache steht. Yeah. Ja. So. Mir gefällt das einfach so gut. Und das kann ich mir jetzt mit den anderen Schnüren auf anderen Bäumen oder was auch immer, ist ja jetzt vollkommen egal. Ich will das jetzt gar nicht weiter tun, weil es um das auch jetzt gar nicht geht. Der Punkt dabei ist, ich empfehle dir, weil ich auch immer wieder die Frage kriege, ja, welches Tarp und so weiter, ich weiß es nicht, ja, ich weiß es nicht, es gibt ja gute Tarps von Didi zum Beispiel, oder ich verwende dieses einfache, günstige hier, und das hat auch einen, sag ich jetzt mal, einfachen Grund, so, ich kurz abnehmen, ja, ich hoffe, ich finde es, ich habe diese Tarps ja nicht einfach nur so herumhängen und ich bin da mit dem Gaskocher unterwegs, sondern, nein, jetzt finde ich es nicht, gerade jetzt, gell, ich habe ein Feuer, da. Ich habe zum Beispiel auch immer wieder Feuer und da fällt manchmal Glut weg. Und da kriegst du dann solche Atemlöcher oder Gucklöcher, damit du gut durchschauen kannst. Nein, das passiert ganz einfach. Und ich küble von diesen Dingen ungefähr zwei Jahre muss ich die wegwerfen, weil einfach so viele Löcher dann schon drin sind, weil ich da immer ein Lagerfeuer habe. Das ist bei dem Kurs halt so, was soll ich tun, ja? Und da ist mir ein Tarp, das 150 Euro kostet zum Beispiel, einfach zu schade. Ich sag dir das einfach so, ist mir zu schade. Und der Bauplaner ist mir jetzt auf der anderen Seite wieder zu schwer und das hat dann auch wieder keinen Sinn, weil... Also, das Backmaß von diesen Dingern ist natürlich, das ist natürlich eine coole Sache und das darf man ganz einfach nicht vergessen. Das wollte ich dir ganz einfach zeigen. Und wenn du sagst, boah, das ist nichts Neues, schreib mal einen Kommentar. Wenn du sagst, ey, das ist was Neues, urcool, Expanderschnüre bei meinem Tab, ja, dann schreib mir auch einen Kommentar. Gib mir einen Daumen nach oben oder nach unten. Aber wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zur Wahl schauen. Unten der Link zum Produkt in meinem Shop und bei Amazon. Dein Reini Rossmann, bis bald. Ciao.